Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Nach seinem Sturz winkte Lukas Jakubczyk bei der Leichtathletik-EM dem Publikum Urheberrecht Getty Images. Update München: Lukas Jakubczyk muss nach seinem Sturz in der Staffel bei der Leichtathletik-EM eine Zwangspause einlegen. Der Sprinter ist schwerer am Oberschenkel verletzt. Die Sprinter Julian Reuß 30 und Lukas Jakubczyk 33 haben sich bei ihrem Sturz in der 4x100-Meter-Staffel bei der Leichtathletik-EM schwerwiegende Verletzungen zugezogen. Reuß, deutscher Rekordhalter über 100 Meter, erlitt eine Schulter-Eck-Gelenksprengung. Der Berliner Jakubczyk muss wegen eines Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel eine längere Zwangspause einlegen und erlitt zudem zwei Schnittwunden, unzählige Schürfwunden und leichte Prellungen, wie er bei Instagram schrieb. Schussläufer Jakubczyk war am Sonntag kurz nach dem letzten Wechsel bei hoher Geschwindigkeit weggerutscht und hart auf die Bahn geprallt. Reuß, der an ihn übergeben hatte, stürzte über seinen Teamkollegen und muss noch diese Woche operiert werden. Nach dem Sturz hat sich Jakubczyk bereits wieder neue Ziele gesetzt. Nächstes Jahr wird wieder angegriffen, meinte er, von Sportinformationsdienst.